Autos von nah und fern, wie jedes Jahr. Und blauer Himmel, wie jedes Jahr. Tagsüber sah das noch ganz anders aus. Immer wieder Regen, Prognose schlecht. Wen das nicht abgeschreckt hat, für den hat es sich gelohnt. Es sind Tausende, viele Stammgäste, aber auch Erstbesucher. Denn viele erhoffen sich, den prominenten Gast mal aus der Nähe zu sehen. Wallfahrtsdirektor Imkamp und Kurienerzbischof Genswein verbindet eine lange Freundschaft. Es kam ganz einfach. Er war Doktorand in Rom, ich war Freisemester, also Seminarist, und wir haben im gleichen Haus, im gleichen Kolleg im Vatikan gewohnt und an der gleichen Universität studiert. Das war im Jahr 1980 und seither ist ein Bezug da, ist eine Freundschaft gewachsen, bis zum heutigen Tag hält. Das ist der Hauptgrund, warum ich in Maria Vesperwirt bin. Er war schon ganz oft hier in Ferien, Exerzitien. Er ist also, das ist für ihn ein Stück Heimat hier. Und es war klar, ich habe ihn gleich nach seiner Bischofsweihe, er war noch feucht von der Weihe, habe ich ihn gepackt und habe gesagt, also du bist fällig. Ne? Beim nächsten 15. Das hat dann auch funktioniert. Gläubige aller Altersgruppen sind gekommen, um dem 58-Jährigen zuzuhören. Er ist Privatsekretär von Papst Benedikt und zugleich Präfekt des päpstlichen Hauses von Franziskus. Dezentes und doch souveränes Auftreten, immer ein höfliches, gewinnendes Lächeln, so kennt man ihn. An der Seite und doch immer im Schatten der Päpste. Hier und heute ist er der Hauptakteur. In seiner bildstarken Predigt zieht er Parallelen zwischen der Astronomie und der Glaubenslehre. Es gibt Dinge und Wahrheiten, die bereits existieren, bevor sie erforscht und bestätigt werden. So ist es auch mit dem Leben Marias, vom Anfang bis hin zu ihrer Aufnahme in den Himmel. Für Genswein ist Marienverehrung weit mehr als nur bayerische Volksfrömmigkeit. Es ist nicht so, dass die Marienfrömmigkeit eine Form einer Verschönerung von irgendeinem persönlichen Frömmigkeitsgeschmack wäre, sondern die Mutter des Herrn gehört zu uns. Wer keine Mutter hat, ist weise. Wir sind nicht Waisenkinder, sondern wir sind Kinder der Mutter. Und die Mutter ist die Mutter Jesu, also ist sie auch unsere Mutter. Das Fest Mariä Himmelfahrt bringt Licht ins Dunkel unserer Zeit. Die Lichterprozession soll das symbolisieren. Verwissenschaftlichung und Gottlosigkeit hätten sich wie eine Epidemie ausgebreitet, so Genswein. Kein Platz mehr, keine Hoffnung auf ein Leben im Jenseits. Doch die Kirche ist kein marodes, bankrottes Unternehmen, sagt er. Der Blick auf Maria gebe Zuversicht. Du bist daheim, Gottesmutter. Wir sind noch unterwegs. Bitte für uns, steht auf dem Blumenteppich, den die vielen fleißigen Helfer in den letzten Tagen wieder gelegt haben. Viele Marienlieder erklingen an diesem Abend. Nach der Lichterprozession spendet Erzbischof Genswein an der Mariengrotte den bischöflichen Segen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Es ist ein Moment und ein Ort, der die Menschen nicht unberührt lässt. Ich bin schon als Kind hierher gekommen und war jetzt ganz lang nicht mehr da. Und ich bin jetzt echt beeindruckt, wie viele Leute da sind und was, also irgendwie der Ort hat was. Ich bin zu meiner Tochter gekommen, vor allem wegen dem Herrn Genswein. Und so eine berühmte Persönlichkeit wollte man ja mal in der Nähe sehen. Und wie hat er Ihnen gefallen? Sehr gut, die Predigt auch gut. Und das ganze Ambiente hier ist auch wunderschön. Ich bin schon zum zweiten Mal hier, Maria Vesperbild. Die Andacht, die Predigt und die Heilige Messe und die Prozession habe ich sehr gut gefallen. Ich bin eine sehr große Marienverehrerin und der 15. August ist einfach etwas Wunderbares. Wenn wir immer Lichtler anzünden können und wenn wir immer, wir laufen auch jedes Jahr in der Prozession mit und wenn man dann immer singt. Also ich bin heute echt das erste Mal da und ich finde es echt richtig schön und man merkt irgendwie, ich finde es einfach, es hilft einem. Auch der hohe Gast aus dem Vatikan schätzt diesen Wallfahrtsort und die Begegnung mit den Menschen. Ich habe ja den Tag über hier erlebt bei Regen und ich hatte schon die Sorge, es wird ausfallen. Aber dann gegen 5:30 wurde es hell und klar, es kam so etwas die Sonne. Und es war für mich ganz klar, dass die Mutter Gottes will, dass heute Abend dieser Gottesdienst stattfindet. Es war beeindruckend, es ist ein Glaubenszeugnis, von dem ich selber viel Freude mitgenommen habe und auch viel innere Gnade. So ernst und würdevoll er die Messe zelebrierte, so herzlich und zugewandt erleben ihn die Gläubigen danach. Er fasziniert die Menschen. Und das liegt wohl nicht nur daran, dass mit ihm ein Hauch der beiden Päpste Benedikt und Franziskus an diesem Abend nach Maria Vesperbild geweht ist. Gottes Segen.